Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Dodo Wars. Vorweg drei wichtige Ansagen. Erstens, wenn ihr Schnief nicht leiden könnt, ist das leider nicht eure Woche. ja, ich bin leider krank. Ich hab tatsächlich alle Aufnahmen diese Woche. Oh Gott, wir haben wieder echt viel verdorbenes Fleisch. Alle Aufnahmen abgebrochen. Kannst du dir vielleicht direkt was in den Futterkrug machen? Weil dann überleben doch, glaube ich, alle. Ja, das dauert eh. Ah ja, die Aufnahme kommt ja Montag. Da habe ich, glaube ich, sogar das Spandauer Inferno Bootcamp abgesagt. Zumindest ist das, was aktuell zur Diskussion steht. Das tut mir sehr leid, Leute. Ich hätte wirklich gerne teilgenommen. Aber mir geht es echt ein bisschen kacka. Trotzdem nehme ich bei Dodo Wars mache ich mit, was einfach daran liegt, dass es so viele sind, dass es sehr, sehr schwer ist, einen neuen Aufnahmetermin zu finden. Und okay, du rennst also einfach in mich rein. ja, das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen die Grundidee, warum ich das da quasi nicht geskippt habe. Ich habe gerade, also gleich habe ich Hunger und ich habe halt legit nichts zu essen. Komm, ja, wir rennen mal raus und töten was. Bin gerade dabei, ja. Ja, ich komme auch mal mit. Ja, also das ist Ansage Nummer 1. Tut mir leid, dass ich ein bisschen am Schniefen bin. Ich weiß, einige nervt sowas sehr, dass ich versuche das deswegen auch zu minimieren, aber ich wette, dass es gerade gegen Ende der Woche nicht unbedingt besser werden wird. Ist da tot zu? Ja. Ja, das ist ein bisschen die Sache. Ansonsten, zweite Ansage, Kommentare, Jungs. Ne? Ich habe letzte Woche ja gesagt, hey, hier, Boys, ne, let the show begin und habe ein bisschen Hate genommen. Auch ein Stück weit, weil what the hell? Na gut, komm. Ja. Stego, der einfach in einem Baum drin hängt, ne? Aber Fleisch ist Fleisch. Ja, ich spiele auch auf diese Stegos. Ne, weil auch ein Stück weit halt eben, weil die ganze Zeit auch andere Teams geflammt wurden, die das nicht ganz so entspannt weggesteckt haben, sage ich mal. Dementsprechend war es zu erwarten und auch keine Überraschung. Ich kam jetzt leider dazu, gestern noch nicht die Kommentare ein bisschen durchzuforsten, was so ein kleiner Mini-Fail bei YouTube ist, weil wenn ihr quasi am Anfang nicht sofort einen Command stickt und die ersten quasi rausbannt oder so, dann kriegt das so eine Eigendynamik. Was jetzt quasi passiert ist, ist, dass viele, die auf unserer Seite waren, um es so zu formulieren, oder sagen wir einfach mal, die verstanden haben, was wir da getan haben, jetzt die Leute, die es quasi nicht verstanden haben, ebenfalls zu geflamed haben und es so quasi zu einer sogenannten Flame-Lawine kam. Zum Flame-Feedback-Loop. Ja, wirklich, also das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig. Was man auch ganz stark dabei sieht, ist übrigens, dass 80% der Leute, die negative Kommentare schreiben, die Folge tatsächlich nicht gesehen haben, was, glaube ich, auch normal ist, weil die meisten ja tatsächlich ne, gerade bei Eis und Kalle gucken oder so und dann ihren Frust bei uns auslassen. Was ich damit nur sagen werde, ist quasi, wenn ihr zu anderen geht und sagen wir mal, wir tilten oder so und sagen, ja, das war übel scheiße von denen, da guckt erst bei deren Sicht und bildet euch dann eine Meinung. Ansonsten muss ich sagen, ist es für mich was, wo ich einfach rigoros banne. Ich hab da kein großes Problem mit, auch wenn es mal so eine 50% Dislike-Quote gibt. Für alle, die es gar nicht mitbekommen haben und alle Folgen verpasst haben, was quasi passiert ist, ist, dass wir Eis und Kalle gekillt haben oder dass wir Eis gekillt haben, kurz nachdem die einen Fight mit Max hatten. Was natürlich dann quasi mal die Gemüter ein wenig erhitzt hat, was ich auch verstehen kann. Aber wir hatten halt einfach ein Gespräch vor dieser Folge, wo wir gesagt haben, hey, was machen wir, wenn jetzt ein Team am Arsch ist? Und da hieß es halt, jo, fickt Gnade. Sie. So, und Alex ist ja ein großer Fan von Gnade und hatte sich dafür eingesetzt, dass man da eben dann halt das Ganze nicht so hart punisht oder so. Aber das war eben nicht das, was sich durchgesetzt hat in der Gruppe. Auch wegen mir, weil ich bin ein großer Fan davon, dass man keine Gnade zeigt. Übrigens auch gegen mich. Also das ist ja auch das, was ich quasi mehrfach gesagt hatte. Das kommt natürlich dann trotzdem bei euch in einer anderen Art und Weise an, was ich verstehen kann. Weil es gesagt wird, aber ja, ihr habt doch mal gesagt, seid nett und dann seid ihr selber gemein. Ja. Warum kann ich hier keine... Hä? Ich bin gerade auf so einen Mörser und Stößel und hab keinen... Kann nichts bauen. Muss ich alles neu lernen? Ich muss alles neu lernen! Hä? Oi. Hast du deine Level nicht? Weil wir hatten ja vorher so ein bisschen Probleme, deswegen habt ihr auch kurz im Chat gesehen, dass da... Ja, meine Gord Level habe ich, aber ich muss alle Enagramme neu lernen. Tatsächlich. Das ist ja, womit macht man das denn schnell? Mit E, C? Ich habe keine Ahnung, Doppelklick. Ach so, ich habe aber keine Punkte. Okay, dann müssen wir mal gerade pausieren.
Pause bitte. Bist du Level 1, Level 1 oder was? Nee. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. Hi. Folgendes Problem. Ich habe quasi alle Baupläne und Diagramme vergessen. Also ich habe keine mehr. Und ich habe 0 Punkte zum Verteilen. Was, also bei mir ist... Was relativ tricky ist, weil ich kann halt nichts lernen. Oh, das ist bei mir auch so. Ich muss mal gucken. Also ich hab bei mir ist noch alles ganz normal. Nee, bei mir ist es auch so. Also ich kann alles herstellen, was ich vorher gelernt habe, und ich habe sogar noch Stimmt, ich habe auch. Stimmt, 0 Punkte verfügbar, ihr habt recht. Konnte aber gerade ein Raptor. Hä? Omori approved. Ja. Also ich habe gerade was hergestellt, aber 0 Punkte. Ja. Ja, gut, die Punkte hast du ja vorher schon ausgegeben, Mori. Ja, aber ich hatte noch 400 übrig. Ja, genau. das ist klar so, aber ich meine bloß die Rezepte, die du hattest, da kannst du ja trotzdem Raptor-Sattel herstellen. Ja. Da weiß ich jetzt auch noch gar nicht, wie man das löst. So, ihr kleinen Schnitten. Wir hatten ein kleines Problem, und zwar gab es wohl ein Update bei Ark, was Mindwipe bei allen Spielern ausgelöst hat. Das heißt, man ist auf Level 1 zurückgesetzt, hat aber die ganzen Level zum Skillen, die man hatte, und kann dann Enneagramme neu verteilen. Wir haben das irgendwie jetzt verbuggt, indem wir unseren Save-World-Stand vom vor dem Patch nach dem Patch dann geladen haben. Und dadurch waren wir dann trotzdem das Level, also waren nicht gemindwiped, aber unsere Enneagramme waren alle weg. Sprich, wir konnten überhaupt nichts bauen, obwohl wir Level 69 sind, hatten nichts zum Lernen, konnten auch nichts verteilen. Ich habe jetzt, wie ihr schon seht im Chat, Give Item to Player gemacht bei allen. Und zwar gibt es einen Trank, der quasi dein Level resettet und deine Enneagramme. Du hast aber alle Punkte für dein Level. Das heißt, wir wurden jetzt alle auf 1 resettet, haben dann wieder geskillt. Auch unsere Leben, Ausdauer, Gewicht und so weiter, und haben die Enneagramme neu verteilen können. So, einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, weil in den nächsten Folgen wird der ein oder andere wahrscheinlich in der Folge wieder was lernen müssen, was er noch nicht, was er eigentlich schon gelernt hatte, damit ihr Bescheid wisst. So, ist alles klar, oder? Habe ich was vergessen? Nö, hast du schön gesagt. Gut, dann ab in die Teams, es geht direkt weiter. User left your channel. So. User joined your channel. Ah, Leute, ne, gibt da nichts Schöneres als eine Stunde warten. Stunde ohne Bett ist auf jeden Fall meine liebste Zeit. Ich dachte, ich müsste die ganze Antwort nochmal machen, hatte mir deswegen nochmal ein paar Sachen aufgeschrieben. Dieses Video ist das, also mein letztes Video, ist das meistgedislikedeste Video seit Clash Royale. Das fand ich irgendwie amüsierend. Ja, aber ich glaube, ich habe dazu jetzt auch tatsächlich genug gesagt. Ich habe übrigens in der Zeit Fleisch gebraucht. Eine Sache kann man vielleicht noch sagen. Ja, ich habe auch Holz geholt und Fleisch. Ja, warte, ich muss gerade mal die Hälfte hier abzwacken. So. Oh, da kommt jetzt noch nicht so viel, ne? Also, aber ich bin immer dankbar für deinen Input. Dass wir, ich war tatsächlich der eine, der am meisten rumgeheult hat, als wir nochmal angegriffen wurden, nachdem wir schon an dem Alpha-Kano da eben angegriffen wurden. Da war aber die Regel oder beziehungsweise die Einigung noch nicht vorhanden, dass wir quasi keine Gnade zeigen. So, das war noch im Unklaren sozusagen. Und jetzt, da wir quasi jetzt uns abgesprochen haben und gesagt haben, okay, wir zeigen keine Gnade mehr, das aktiv miteinander besprochen haben, haben wir das halt auch so ausgeführt. Obwohl ich immer noch nicht damit, ne, also ich mach's immer noch nicht reinen Gewissens. Das sehen andere anders, aber zieh halt damit im Rahmen des Projekts. So. Ja, dementsprechend ist das für mich auch so eine merkwürdige Situation, weil, ne, ihr erinnert euch, hatte Alex damals gesagt, ey, Alex, hör auf, weil wir werden die Propagandaschlacht verlieren. Das ist auch so eingetreten, würde ich sagen. wenn man einmal rumgeholt hat, aber das lag auch nur daran, quasi, weil ich von Anfang an vorhatte, keine Gnade zu weiten. Und wenn ihr euch die Folgen mal anguckt, habe ich damals vehement geschrien, killt mein fucking Dino. Und habe ich bei Eis quasi noch beschwert, dass er unser zwei Dinos da nicht überlebt hat. Aber dementsprechend kann ich das vor euch nachvollziehen, dass ihr tiltet seid auf mich. So, weil, ne? Ich profitiere quasi von einem. Oh, ich bin rot, super dursten, das ist nicht so schön. Ich profitiere quasi von einer Gnade, die ich später nicht bereit bin, selber zu geben. War aber auch nie mein Plan. Das Ding ist nur, dass es bei Alex halt wirklich sinnlos ist. Vor allem, weil man die. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man, dass viele die Folge halt nicht gesehen haben, was ich auch nachvollziehen kann. Aber man hört die Gewissensbisse von Alex halt aus jedem zweiten Satz triefend.
Grow up, Bitch, aber das ist ein anderes Thema. Aber dementsprechend kann ich da voll drüber stehen und deswegen muss ich sagen, ist es persönlich für mich auch nicht so schlimm, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Kommentare und die Dislikes, die ich hier kassiert bin, vielleicht sehe ich das nochmal anders, wenn ich gesund bin, aber gerade ist es halt echt nicht so, dass es irgendwie einen massiven Einfluss auf mich hat, weil ich einfach das Gefühl habe, Leute, die Leute, die das schreiben, sind halt einfach Fans von Eis und Kalle und das ist auch völlig okay. Dementsprechend nur, wenn ihr irgendwann bei anderen vorbeischaut und euren Fluss loswerden wollt, guckt wenigstens die Folge vorher. Ansonsten würde ich sagen, wir schwingen uns auf unsere Bären und gehen ein bisschen erkunden. Ne? Ja. Achso, wollen wir den Para und den Pixie vorher noch umbringen? Weil dann hätten wir 2 Dino-Slots frei und könnten unterwegs fast alles zählen. 2 Dino-Slots? Wir haben dann 0,75, oder? Ne, wir haben ja noch einen extra wegen dem Kill gegen Eis. Ja, aber haben wir da nicht den weiblichen Rex gezähmt? Nö. Doch. Ja, dafür haben wir mal Rexona sehen, geholt. Okay, dann also guck mal, wir haben Rex, Sir Rexalot, Mittelschild, Get Rexed, Rexona sind 5. Chili ja. Concano sind 6. Unsere beiden Bären 7, 8. Ja. Und dann haben wir Pixie und Bumsi. Ja. Flixie. Ja. Was bedeutet, das ist auch nochmal ein Dino-Slot? Also einen Slot haben wir noch. Ja, okay. Nee, du hast den Naga vergessen, oder? Oh, yo, Naga und Ankylo sind nochmal einer, dann haben wir einen Slot. Okay, 5 Dinos, 5 T-Rexe, 2 Bären, sind wir bei 7. Haben wir den Kano noch? Sind wir bei 8. Ja. 9,87. Okay, dann lass uns trotzdem Pixie und den... Aber wollen wir den Kano auch noch gerade umbringen, wenn wir dabei sind? Ich würde eigentlich nur den Kano machen. Dann haben wir einen Slot frei, falls wir was finden. Und ja. Aber generell habe ich auch in den Kommentaren gesehen, dass Max quasi den Dino mitgenommen hat, der ausgetauscht werden soll. Und dann quasi erst gezähmt und dann getötet, während der am Boden liegt oder so. Wollen wir das genauso machen oder anders? Das war Gentleman Agreement anders gedacht. Okay. Würde ich Max einfach nochmal nach dem Pause-Top anhauen. Ich habe den Sattel runtergenommen. Du willst das jetzt machen, ne? Ja. Chili Con Carno, es war mir eine absolute Ehre mit dir. Du warst das beschissenste Reittier der Welt. Meine Folgen waren die ganze Zeit übersteuert wegen deinem Sound. Ich hab dich trotzdem lieb. Schmoren ich leg den Sattel eben noch weg und dann komme ich. Achso. Ja, 85er Carno ist halt schon ein bisschen härter. Willst du da vielleicht noch den einen oder anderen T-Rex hinzuziehen oder willst du das mit dem Bären machen? Okay, du willst es wohl mit dem ein oder anderen T-Rex machen. ich mach da mal Kano frei machen, ne? Mhm. Oh, das hat nicht funktioniert. Sekunde. Du musst das Kano zu Fuß machen, ne? Ja, ich will nur definitiv ihn angewählt haben, weißt du? Mhm. So. Okay, ne, mach du mal. Ich hab zu viel Schiss. Ich hätte jetzt 6-mal das Gefühl, ich den falschen angreife. Okay, So, Achtung. Ja. Okay, ja. Natürlich killt Pixie. You gotta be kidding me. Geil. Das war brutal. Ja, gut. Hast du jetzt einen Rex dabei? Ich hab gerade. Das ist eine gute Frage. Du hast wieder T gedrückt. Ja, ich habe auf... Oh, nee, Windows-Update, vielen Dank. Das ist ein böses. Das darf man aktuell nicht installieren. Mhm. Zumindest laut meiner Timeline. Ich packe ein paar Betäubungsfeile rein, weil ich habe keine dabei. Okay. Und dann gehen wir was zusammen, ne? Ich habe 50. Ja, ich weiß. Du hast wahrscheinlich sogar genau meine 50. Nee, hier sind noch meine 50. Optimal. Wieder mir Sachen anlasten hier, hör mal. Aber wäre ja nicht das erste Mal, ne? Sind wir ehrlich. Ja. So, Micha, auf geht's. Ja, ansonsten nochmal sorry für das Schniefen. Was ich jetzt aktuell mache, oder was mein Plan ist auf lange Sicht, ist, ich nicht sterben. Nehme mich immer im Teamspeak muten. Das heißt, vielleicht nehme ich einfach Alex Soundspur, dann habt ihr manchmal das falsche Trampeln, aber da ist halt mein Schniefen nicht drauf, aber ich habe keinen Hotkey, um mich bei OBS zu muten. Und das ist sonst ein bisschen tricky. Ja, sonst macht doch das zwischendrin. Übrigens ist Naseputzen weniger gesund als Hochziehen, ne? Habe ich gestern gelernt. Nee. Doch. Bei Galileo Mystery oder bei was Richtigem? Nee, bei was Richtigem. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Weil du so Kanäle in der Nase hast, zum Beispiel auch deine Pheromonenaufnahme, Riechbumse, ja, die Pheromonen dann mit dem Otze verstopfen, wenn man rauspustet.
Ja, ja, also meine Pheromonen wollen halt den Schleim nicht. Alter, kannst du mir bitte aus dem Arsch gehen? Kannst du bitte verfickt nochmal weiterlaufen, Alter. Mein Gott, ne? Barbaras fetter Arsch ist einfach komplett im Weg. Wow! alles klar, raus, ne? Du hast den Spaß dann. Ja. Oh ne, jetzt den nächsten Spruch kann ich nicht bringen. So, rennen wir einfach mal zum Strand oder was machen wir? Jo. Also das Ding ist halt, wir freuen uns ja, dass ihr so partizipiert in den Kommentaren, aber seid halt bitte freundlich so. Ja. Einfach runter. Ja. Willst du? Hui. Ich kann das immer so schwer abschätzen mit dem Daumenkron. Die Philosophie. Achso, an dieser Stelle nochmal, viele haben ja auch in den Kommentaren geschrieben, Alter, ein Fight mit Max und Mori würdet euch niemals trauen. Wir würden. Wir haben noch keinen blassen Dienst, wo die sind. Ja. Da du stehst mir schon wieder im Arsch. Alter, du willst mich doch verarschen, du kannst doch trotzdem gerade ausreiten, oder was? Nein. So, ja, sollen wir einfach die Ostküste langlaufen eigentlich und wir hoffen, dass wir vielleicht... Also das Ding ist ja, dass Fische sich quasi... Oh jo, da müssen wir in die andere Richtung. Ja, das Fische... Fische... Alter, beweg dich doch! Alter, ich bin hängen geblieben, Alter! Ja, das bist du, ja! Weg, Alter. Und gestuckt bist du auch noch im Game! Nichts so im Game. Ah. Ja. Alter, das ist so krass, wie schnell die Bären sind. Ich bin jetzt hier einmal an so einem scheiß Dino hängen geblieben. Ah. Und schwuppdiwupp bist du in Meppen Süd. So. Ich bin übrigens nur noch 3 Level von einem T-Rex-Sattel entfernt, ne? Ja. Wann kriegen wir den? 71? 71, oder? 72? Und aus Versehen hat Max ihm mit seiner Anmod gespoilert, dass er Level 69 ist. Oh. Ja gut. Oder ich denke, wir sind eh alle auf einem... Ja, aber ich bin 70, ne? Also ich muss mich kurz regenerieren. Also, ne? Da kann man schon mal sagen... der Baseball etwas gepackt. Ja, und auch ansonsten, Leute, wie gesagt, Action ist gesucht. Wir gehen jetzt aber einmal noch mal hier lang. Werden da ein bisschen gucken, dass wir auf der mittleren Insel nach Max und Mori Ausschau halten. Ich meine, da wo sie gesagt haben, dass sie... Nee, hey, das ist dieses 7038, ne? Ja, ja. So, da sind wir gleich eh noch mal, ne? Ja. Da, nee, was war das? 70? Vielleicht haben wir es einfach nur nicht gesehen, aber daran glaube ich eher nicht so, weil... Ja, vor allem habe ich mir die Aufnahme nochmal angehört, ne? Und das, Mori sagt 7038, dann sagt Max irgendwie, ja, 140, 222. Das ist halt. Okay. Nee, das wirkt schon sehr, sehr pseudo. Nichtsdestotrotz, ich meine, wir waren da. Wo bist denn du jetzt hin eigentlich? Wo bist du denn jetzt hin? Bist du auf der anderen Insel oder immer noch auf der gleichen? Ich bin immer noch auf der gleichen. Hast du rübergesetzt? Ich wollte jetzt, ja. Ich setz einfach mal über. Ja, mach doch mal. Ja, ich war ein bisschen brain off. Mach mal hier den Fisch noch weg. Ah. Damit wir vielleicht irgendwann in unserem Leben die Spiele finden. Ja. Paddeln, 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 paddeln. CO2-Flasche, CO2-Flasche, CO2-Flasche. Du kannst Leertaste drücken, dann bleibst du oben drauf. CO2-Flasche, CO2-Flasche. So. Ja. Okay, auf geht's. Ja, ansonsten Wochenplan ist ein weiteren T-Rex oder ähnliches Sam und dann richtig heftig aufs Maul gehen. No. Aber hauptsächlich wollen wir ein bisschen scouten. Das war auch viel in den Kommentaren, das war natürlich viel auch, wie gesagt, Frustration von verschiedenster Seite, aber viele waren auch tatsächlich darum bemüht und zu sagen, ey Leute, ihr müsst dann mehr scouten, damit ihr mehr wisst, wo die Gegner sind, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Die Phase haben wir ein bisschen verschlafen gehabt, weil alle halt sofort wussten, wo wir waren. Ja. Und man dementsprechend natürlich ein bisschen taktischer da vorgehen muss. Rückblickend hätten wir hier und da natürlich im Nachhinein auch nochmal eine andere Entscheidung getroffen. Ich bin übrigens stuck an einem fucking Haar. Also ja, wir haben halt das Spiel auch erst gelernt, während wir es spielen. Eben. Also ich glaube auch, immer noch. Dass das für ein weiteres PvP-Arc-Projekt natürlich nochmal eine etwas andere Dynamik nehmen kann. Aber ich denke insgesamt, klar, viele haben jetzt auch im Nachhinein geschrieben, wegfällt Folgen nur gefahren. Du bist schon... Ja, ich war schon wieder in deinem Popo. Mhm. Du hast vollkommen recht. Aber der riecht auch toll. aber ich meine, viele von euch haben ja eben auch das ein Stück weit genossen. Dementsprechend mache ich mir eigentlich wenig Sorgen.
Ne? Also schenkt euch gegenseitig lieber in den Kommentaren. Ihr müsst das nicht bei uns machen. Aber ihr könnt einfach, wenn mir anders einen Kommentar schreibt, denkt ihr, ah, das ist ein lieber Kommentar. Schreibt mir jetzt runter. Ihr müsst euch nicht jedes Mal flamen. Ihr könnt auch tatsächlich einfach zusammen das Ganze genießen. Und wenn jemand da ist, der nicht eure Meinung teilt, dann schreibt ihr halt runter. Alter, ich teile dich deine Meinung. Und das war's. Ne? Man muss sich da nicht jedes Mal tot flamen. Oder halt vernünftig diskutieren, geht auch. Ne? Also ich habe auch viele vernünftige Diskussionen, wo die einen respektvoll behandelt haben und so weiter. Ne? Aber generell muss man halt auch sagen, wir sagen das jetzt die ganze Zeit, uns wird nicht besser. Also warum sagen wir es eigentlich noch? Naja, es wird. Also ich muss sagen, davor, wo wir es gesagt haben, fand ich, war es immer meckern auf ein unglaublich hohes Niveau. Mhm. Weil das waren halt so 2-3 Negativkommentare und wir haben dann fast aufgemacht. Und jetzt war es halt 50% Dislike-Quote. Also das ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Ne? Also ja. Davor. Also hier ist auch nicht. Ich noch wenig gesehen. Lassen wir uns leider hier ist halt. Also ich meine, hier ist ja auch nicht mehr 38, ne? Ja, aber vielleicht. Weißt du, ich habe. Mori braucht ja manchmal eine Brille. Ja, der sagen wir manchmal. Einfach nur, um nett zu sein. ja. Ist ja tatsächlich hier so ein Ding. Übrigens, bist du dir sicher, dass man Ponto nicht anders heilen kann? Ich weiß, dass man den mit dem Kuchen heilen kann. Also wie alle Vegetarier. Und mit nichts anderem, oder ja. Was? Oder nicht einfach mit Bären? Ja. Okay. Ich bin immer noch... Ich habe nämlich jetzt gesehen, dass wir... Wir haben ja die ganze Zeit die Balliste gemacht, aber es gibt auch eine Kanone. Ja, aber die geht, glaube ich, nur im Fabricator, oder? Ah, okay, ja, das habe ich nicht gecheckt. Aber das wäre natürlich... Alter, warum bist du so langsam, dass ich ständig in deinem Popo stecke? Weil ich mich umsehe. Weil ich gucke, was hier passiert. Und weil ich entweder eine Basis oder einen Menschen spotten will, da kann man halt nicht die ganze Zeit rumpesen. Apropos spotten, das war sehr schön, als Eis uns gesehen hat. Also ich, Alex, ich glaube, hier ist nichts. Lass uns Land Invers rennen. Ich habe hier... Ist halt wirklich nicht. Warte, lass doch einmal um 38 rumreiten. Ja. Oben auf dem Berg irgendwie drauf. Also warte, wir hatten da ja... Ne? Ja, wir hatten ja, wenn wir zurückgehen, hatten wir ja einen Dings... ich muss kacke, so... Hatten wir so einen Aufgang gesehen und ich weiß noch nicht, ob wir oben quasi alles abgesucht haben. Okay, also hier der rechts von uns, der Berg, den meinst du, ne? Ja, irgendwie so. Weil hier sind ja auch so zwischendrin Brücken. Na gut, warum nicht? Da ist ein Kano. Und ich glaube, der kämpft gerade gegen Menschen. Was? Irgendwas Kleines ist weggeflogen, oh Gott. Okay, ich guck mal hier hinter dem Stein. Ach nee, das könnte hier der Dilo gewesen sein. Ja, da hast du mich aber wach gemacht. Ja, ja, ne? Bin jetzt. Ah. Okay, hier rauf. Also wir haben ja die eine Zähmstation gesehen, ne? Ja. Ist jetzt natürlich die Frage, ob ich die jemals wiederfinde, aber Also wenn, musst du hier hoch und dann rechts, würde ich sagen, wenn du da hoch willst. Ja. Okay. Dann gehen wir das doch ab. Ist auf jeden Fall der See. Guck mal, das hier vielleicht. Und dann links so. Guck mal. Ja. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ah, sieht doch schlecht aus. Und am Ende der Straße ist eine Kackkante. Dammit. Das Problem ist, dass die sich natürlich gerade auch ein bisschen ins Fäustchen lachen, wenn wir die ganze Zeit falsch sind. Ja. Warte mal, hier geht's nochmal hoch. Okay. Oh, ich hab keine Ausdauerbär. Kacki. Ja. Hier ist eine Stein Foundation. Sag mal, sind wir hier schon wieder bei Eis und Kalle? Ja. Ja, gut, komm, dann lass mal beidrehen. Lands Innere? Ja. Also Insel 2, Landesinnere, ja, Richtung Westen. Ja, aber ich glaube, also ich würde mir jetzt vorstellen, ich meine, die sind halt südlich gestartet. Ja. So, und dann wahrscheinlich eher nördlich gerannt, oder? Ich weiß es halt nicht. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie auf der dritten Insel sind, so. Also südlich. Oder ihre Hauptbasis haben, ja, ja. Kackvogel, verpiss dich. Wo bist denn du jetzt? Ich genieße gerade die Aussicht.
Ach, da. Ja, dann wollen wir mal einfach mittig rüberrennen Richtung Süden, also jetzt quasi Richtung Süden. Das können wir mal machen, ja. Mein, also so eine Base zu finden ist halt gar nicht so einfach, aber die, dass die uns alle gefunden haben, war halt echt unlucky. Ja. Ja. Andererseits, ja, da stehen natürlich auch irgendwie 4-5 T-Rexe wahrscheinlich rum, da wo die sind. Also so unauffällig können die eigentlich auch nicht sein. Ja, wenn sie sich nicht eine Dings gemacht haben, ne? Eine Mauer oder so. Ja, aber dann sehen wir die Mauer, ne? Also. Ja. Das hier kommt mir übrigens, erinnert mich übel stark an Pokémon. Bist du rechts oder links gelaufen? Links. Ich muss gerade Ausdauer ausholen. Richtung. Weil am Anfang denkst du dir, boah, wie geil, wenn da so viele kleine Pokémon sind, die du zerstören kannst und gut levelst. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit einfach, lass mein fucking Bären in Ruhe, du Schmutzstück. Ein Para. Alter, ich. Die Para. Ich setz mal über. Ja, mach mal. Ich meine, hier lebt halt echt viel, ne? Das ist halt irgendwie auch. Aber ich meine, wir lassen ja auch die ganze Zeit Sachen überleben. Ja, ja. Ich glaube auch, dass, also es wird ja nach einer gewissen Zeit wird es unrentabel, mit den Dinos rumzurennen und zu leveln. So, weil du halt kaum noch Level kriegst. Ja, schon, ja. Und vor allem, du musst ja den Last Hit auch immer lassen, ne? Das ist auch was, was ich erst letztens durch die Kommentare erfahren habe. Aber das ist, glaube ich, nur beim Alpha so, oder? Nee, ist bei jedem. Och man, ich hab grad so viel Tempo. Geht's von mir? Hör doch einfach auf zu nölen, wie wär denn das? Nee, ich bin krank. Das ist das Einzige, was ich aktiv tue. Richtige Männergrippe, ey. Ja, Alter. Worse. Mit nölen. Ja. Ich lauf jetzt einfach kreuz und quer. Also wir gehen das sehr systematisch an. Nicht? Ich würde jetzt mal nach unten links rennen. Von dem sie, weißt du? Ja, bin ich auch gerade dabei. Ne, unten rechts bin ich dabei. Dann auf dich unten links. Mhm. So, hier müssten wir eigentlich in Richtung von der Zähmstation sein. Ja, da ist die Zähmstation. Ja, wenn man mal so ein Tempo mit so einem Bär, das ist ja geil. Alter, ich bin schneller als ein Gallimus, ey. Krass. Wird mich jetzt weniger, ne? Also. Die Gallimus sind sehr, sehr schnelle Dinos. Okay. Ich musste mal kurz abspringen. Aber ich bin unten aufgekommen, mein Bär hatte wieder volle Ausdauer. Das war gut. Habe ich hier was? Ah, ne, das ist eine normale. Eine normale Wende. So, hier ist wieder ein See. Mit Biberdämm und allem. Ja gut, das ist ja nur bei uns zu Hause dann quasi. Oh oh. Ah, ich muss auch gleich absteigen. Ups. Nicht geschafft. Schade. Ja, das wäre auch schon passiert. Könntest du dann eigentlich so unsere Bären High Level? Ja. Ich hab andere Dinger. Ich bin ja mal auf so einer Felskante aufgetitscht. Das tat uns nicht weh. So. Es ist halt schon auch schwierig. Also ich laufe jetzt gerade im Süden Richtung Osten. Also ich bin ziemlich westlich. Okay. Ich meine, das war ja auch Teil des Plans, ne? Ja, ich bin ja recht östlich und laufe jetzt gerade im Süden Richtung Westen. Das Problem ist halt, ich traue mir halt auch gerade in meinem aktuellen Zustand nicht zu, hier peripher alles zu sehen. Ja. Also deswegen weiß er nicht. Das Witzige ist auch, dass wir nichts gesehen haben, was wir tamen könnten, ne? Ja. Können wir wenigstens das machen. Ich bin gleich an der westlichen Küste, aber da war. Ist ein Raptor? Ein Raptor? Zwei tote Raptoren? Mann, ihr verarscht mich doch. Es gibt sterbt doch. Okay, ich habe jetzt einen Metallberg hier gefunden, aber da ist auch nichts. Ja, ich laufe mal weg hier. Kein Bock auf die Kacke.
Ja, hier sind noch mal so schon vorgegebene Steinbauten. Mhm. Ich auch immer denke, ja, das ist jetzt auch nicht der schlechteste Spot wahrscheinlich. Oh, ich hab's. Hast du's? Ja. Wo sind sie da denn? Da steht ein Bronto drin. Okay, wo? Das dürfte... Da steckt 55, gut, ne? 55, 58 sein. Aber nach deiner... Ne, nach, nicht nach Koordinaten, sondern nach, wie man Maps halt liest. Ja. Also erst Latitude, dann Longitude. 55 runter, 58 rechts. Ja, ich bin unterwegs. Okay, und du bist da recht versteckt, oder? Ja, ja. Weil das kann jetzt, da haben wir einen Überraschungseffekt. Das ja. Aber ich, wenn die halt wieder zu ihrer Basis wollen, dann sehen die mich halt. Warte mal, ich gehe mal noch ein bisschen weiter, mich verstecken. Also ich bin jetzt 55, 50 und komme aus der Richtung. Ich muss mir gerade Ausdauer wieder hoch machen. Alter, ich bin richtig hyped, ey. Aber ist die Frage, was wir machen. Wollen wir die T-Rex holen und wirklich fighten? Oder wollen wir nur mit dem Bären unterwegs sein und... Okay, ja. Ach so, ja, macht Sinn. Ja, Leute, ne? Seid nett zueinander in den Kommentaren. Ihr müsst so ein Spielstil nicht feiern, aber ich feiere euch. Hau da rein. Alles klar, tschüss.